Laufen, Springen, Stoßen bzw. Werfen im Team. Herzlich willkommen zum dritten Business Zehnkampf in Graz auf der Sportanlage des Universitätssportinstituts. Ja, unsere Grundidee war die, dass wir gesagt haben, es gibt ja bereits unzählige Businessläufe. Beim Businesslauf, glaube ich, da kann jeder mitmachen. Und der Business Zehnkampf ist eine Hürde mehr. Business Zehnkampf, da muss man sich vorbereiten. Wir bieten ja auch Vorbereitungstrainings an. Und wir haben uns vorgestellt, der Zehnkampf ist halt die Königsdisziplin und das wollen wir auch gemeinsam mit Unternehmen gestalten. Speziell der Business Zehnkampf ist auch so wie im Unternehmen. Es geht aufwärts, geht abwärts. Es gibt keinen Zehnkampf da, wo man immer nur Top-Leistungen hat und das kann man gut mit Unternehmen vergleichen. Wir wollen natürlich auch mit Unternehmen mit diesem Wettkampf in Kontakt kommen. Das ist uns natürlich auch wichtig, weil Sport und Wirtschaft gehören zusammen und das ist eigentlich die Grundidee, warum wir diesen Business-Zehnkampf begonnen haben und mittlerweile ist es ja das dritte Mal und die Teilnehmeranzahl wird immer mehr. Die Stimmung ist sensationell, also es ist wirklich hervorragend und es ist immer ein krönender Abschluss einer sehr erfolgreichen Saison. Das Hauptsächliche ist, dass man die Leichtathletik näher bringt und sich herantastet und es sind ja, sage ich mal, Sportler dabei, die mittlerweile schon das dritte Mal dabei sind und man sieht, wie die Entwicklung sich positiv gestaltet hat. Das ist, glaube ich, der Hauptzweck ist das Dabeisein und einfach, sage ich mal, die Leichtathletik den Menschen näher bringen. Es wäre schön natürlich, wenn mehr Firmen mitmachen würden. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist wirklich, sage ich mal, auch für jedes Unternehmen, was Teambuilding betrifft. Die Vorbereitungszeit kann man gemeinsam gestalten. Ich kann nur jeden herzlich einladen. Jedes recht herzlich willkommen. Auf die Plätze! Fertig! Dem Steirischen Leichtathletikverband ist es gelungen, mit Unterstützung der Sportstadt Graz und einiger Sponsoren eine Veranstaltung zu kreieren, die sich bei ehemaligen Sportlerinnen und Sportlern und Hobbysportlerinnen und Sportlern immer größere Beliebtheit erfreut. Alle Disziplinen des Zehnkampfes müssen im Team bewältigt werden, wobei nur die besten Einzelleistungen jedes Teams zur Punktewertung herangezogen werden. Die Teams des dritten Business-Zehnkampfs: Labor für Messtechnik Dr. Stabinger, Anton Bahr Asterix, Anton Bahr Obelix, AVL 1 und AVL 2, TU Graz, Karl-Franzens-Uni Graz und GTech. Die Teams müssen aus 3 bis 4 Wettkämpferinnen und Wettkämpfern bestehen, weil nur maximal 4 Leistungen einer Sportlerin bzw. eines Sportlers in die Wertung aufgenommen werden können. Die Gelegenheit, sich als Läufer zum Beispiel mit Springern und Werfern zu messen bzw. umgekehrt, macht den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus. Es geht vor allem darum, persönliche Bestleistungen aufzustellen und die eigene Leistungsfähigkeit zu hinterfragen. Ja, also es ist für mich als Koordinator sehr wichtig und auch für den Steirischen Leichtathletikverband, weil es wie in allen Sportarten so ist, dass es ohne Breite keine Spitze gibt. Deswegen ist der Business-Zehnkampf für uns und für diese Hobbysportler sehr, sehr wichtig. Zudem bekommen wir viele Leichtathletik-begeisterte Personen hier zum Zehnkampf, die wir dann natürlich auch bei unseren Nachwuchsmeisterschaften einsetzen können als Kampfrichter in der Zukunft. Und es ist natürlich auch immer wichtig, Freiwillige zu haben, helfende Hände, die bei Veranstaltungen mithelfen. Und hierfür ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Dass natürlich eine Vorliebe jedes einzelnen Sportlers für eine oder andere Disziplinengruppe besteht, ist klar. Doch es wird fleißig auch in den anderen Disziplinen trainiert, um sich hier messen zu können. Die Ergebnisse können sich jedenfalls sehen lassen. Springen, Werfen und Laufen, der abschließende 1500 Meter Lauf, wird in der Staffel bewältigt.
großartige Veranstaltung, die Sport, Spaß und tolle Stimmung vereint. Also die Bilanz ist gigantisch. Also wie gesagt, im letzten Jahr 5 Mannschaften, heuer schon 10 Mannschaften Anmeldungen. Schlussendlich durchs Wetter nur 2 Mannschaften weniger, aber der Wettergott war bei uns in ganzer Form mit kein Regen, obwohl es strömenden Regen angesagt hat. Ich kann nur sagen, Bilanz spitze, perfekt, super Abschluss für heute. Man sieht aber auch, dass nicht nur die eigene Leistung zählt und die Mannschaftsleistung. Heute in der Früh, wie es noch geregnet hat, haben sich die Teams untereinander zusammengewürfelt. Also, dass dann überhaupt ein Team zusammenkommt, dass sie von vielen verschiedenen Teams dann ein Team gebildet haben. Und das ist schon sehr hochspannend und total super. Und ich kann nur sagen, auch wenn nicht eine Mannschaft von einem Team oder von einer Firma zusammenkommt, stellt euch im nächsten Jahr ein Unternehmensteam zusammen, ist auch möglich. Also da haben wir jetzt keine Einschränkung. Hauptsache, die Leute kommen zur Leichtathletik. Wie im Business hat jede Person seine Stärken, seine Schwächen. Im Zehnkampf braucht man Springer, braucht man Läufer, braucht man Werfer. Und da im Business-Zehnkampf, da man ja im Team arbeitet, kann man sich auch aus verschiedenen Menschentypen Leute zusammenstellen. Also wir müssen nicht lauter super Leute haben und lauter Ausgezeichnete, die alles können, sondern man stellt es einfach im Team gemeinsam zusammen. Und das ist das Spannende am Business-Zehnkampf. Gemeinsam verschiedene Charaktere, verschiedene Körpertypen, wie auch immer, einen Zehnkampf zu absolvieren im Team. Hoffnungen natürlich wieder, so wie bei den ersten zwei Mal, ein super schönes Wetter, nicht so wie heute, was total okay war. Und natürlich Hoffnungen, dass wir nächstes Jahr wieder verdoppeln, also nächstes Jahr 20 Teams, ganz eindeutig. Der Vollständigkeit halber die ersten 3. AVL2, Astro Rangers, Anton Bar, Asterix. Informationen zum Business-Zehnkampf auf www.business-zehnkampf.at.